Hallo Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es geht endlich mal wieder in den Urlaub. Oh. Es ist 3.30 Uhr, mir sind die Synapsen durchgebrannt. Ja, wir haben festgestellt, ist doch zu früh, wir fliegen doch nicht. Ja, lass mal schlafen. Na, wir fliegen doch. Wir nehmen einen Schluck Wasser morgens. Ich habe hier eins vorbereitet. Oh, danke. Heute geht's in Urlaub und heute kommt ganz, ganz viel Urlaubsvlogs und Videos natürlich. Wie kann man direkt früh morgens so viel labern? Ja, meine Synapsen sind durchgebrannt. Also ich habe 2 Stunden geschlafen, von 1 bis 3 oder 2,5. Koffer sind gepackt. Let's go. Let's go to the beach. Beach. Gute Laune am Start. Deine gute Laune kotzt mich an. Mitnehmen, weil oh ich nee, noch das nicht reicht. Genug. Komplette 20 Kilo, alles voll. Beide Koffer. Kennt ihr so Menschen, wo ihr so aufsteht, so voll so müde seid? Ihr kriegt eure Augen kaum auf. So, guten Morgen, es geht in Urlaub, was geht ab? Guten Morgen! Ich leg mich wieder ins Bett. Tschük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 ü
übelst neu. Wie viele Kilometer ist drauf? 1040. Krass. Wir nehmen immer die günstigsten Kutschen, aber das hier ist wirklich trotzdem günstig gewesen und neu. 50 Euro pro Tag, weil wir jetzt ein bisschen später mit dem Buchen, sonst wäre es doch günstiger gewesen. Haben wir gutes? Schön Klima, bläst mir in die Fresse. Passt. Und jetzt gibt es noch einen Snack für uns. Hier diese Energy Bites von MyProtein, die sind richtig lecker. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise unser Link und unsere Code, Peanut Butter Geschmack. Du bist richtig überzeugt von dem Auto, oder? Ja, also ich hätte nicht gedacht, was für Features der kleine Flitzer hat. Und zwar, sobald ich über die Linie fahre, lenkt er mich wieder rein und lenkt quasi automatisch. Und eben kam die Meldung, halten Sie Ihr Lenkrad fest. Ich habe mich überschätzt und habe komplett losgelassen und er blieb in der Spur, aber er hat mich darauf hingewiesen, ich muss doch schon meine Hände am Lenkrad lassen. Also doch noch kein Autopilot wie bei Tesla. Jenny und Marco haben sich verfahren. Wir sind jetzt schon da. Oh, man kann es nicht so sehen, ich kann, aber ich das darf ist so nicht schön. Rüberfahren. Ja, oh. Wir haben direkt so eine Bucht am Hotel. Alter, das Wasser ist so türkis. Ja, wow. Wir nehmen immer das Günstigste, aber... Jetzt haben wir uns mal gegönnt. Ja. Oskar hat gestern das Hotel gebucht und ich war nicht mit am Start. Ich hatte kein Mitbestimmungsrecht, aber ich freue mich echt total, weil die Gegend hier ist richtig schön. Eben war auch noch ein Lidl, da dachten wir uns, okay, weil wir sind jetzt nur 2 Tage in dem Hotel und danach geht es für uns, also in 2 Tagen, in eine Villa und die wird richtig krass. Und wir kommen am 27. zurück und am 28. habt ihr auch nochmal die Chance, ein Kochbuch zu bestellen. Die Nachfrage war so groß, es war jetzt 2-mal ausverkauft, also am 28. gibt es eine kleine Auflage und da gibt es auch keine Vorbestellung, sondern ich bestelle die Bücher schon im Urlaub, dann kommen die an, wenn wir zurück sind und dann bekommt ihr es sofort zugeschickt. Geil, Mann, ey. Geht's hier rein, ein 5-Sterne-Hotel. Ja, Mandy meinte, warum buchst du so ein altmodisches Hotel? Hab ich gar nicht. Guck mal, wie geil das aussieht, der ist in so einer krassen Bucht. Wir dachten uns, ein Jahr ist der letzte Urlaub her, da kann man sich mal ein Hotel gönnen, was für 2 Tage 600 Euro kostet. Wow, von beiden Seiten. Boah, das ist mir zu altmodisch. Echt altmodisch. Dann geh doch ein anderes Hotel ein. Wir sind genauso gespannt wie hier. Wow, wir haben uns ein Schloss gemietet. Oh geil, hier. Das ist so kühl, weil das so ja. Gipswände sind. Kurz schlappen, zu meiner Rechten. Kunstwerk. Sehen Sie ein wundervolles Traumbett mit Himmel. Himmelarsch und Zwirn. Oh, ein Meer. Warte mal, du musst so erstmal noch, okay. Weil das noch also, okay. Schlechtes Licht war. So ja, sieht man besser. Okay, danke. Gehen wir weiter. Wenn es ist, dann pennt er hier. Ja. Ganz schlechtes pennt er hier. Und wenn er lieb ist, dann pennt er mit mir im Bett. Danke. Ich muss im Bett schlafen. Ich habe doch was zu erledigen. Seid ihr den Koffer ausräumen, wenn ihr im Hotel seid? Oder lasst ihr alles im Koffer? Also wir leben immer aus dem Koffer. Und wir lassen uns ganz bestimmt nicht lumpen hier. Schaut euch hier dieses Badezimmer an. Aber also es sieht schon altmodisch aus, aber es ist schon... Altbacken. Okay. Okay. Ja, diese Farbe gefällt mir nicht. Diese, oder? Ja, die lassen wir auswechseln kurz. Ja. Bevor wir hier pennen. Ansonsten kann man machen für aber 2 Tage. Aber man darf sich echt nicht beschweren. Ja, und es geht voll um die Gegend. Ich bin dankbar, dass wir hier sind. Und vor allem, wir wissen es echt mega zu schätzen, jetzt endlich wieder zu reisen. Letzte Mal war im September. Ja. Und falls ihr euch fragt, Malle ist ein Risikogebiet. Malle ist nur einmal im Jahr. Das auch. War nicht schlimm, weil QR-Code, das war's. Test braucht man nicht. So, jetzt könnt ihr live sehen, was wir sehen. Und zwar das hier. Und da können wir auch uns sehen. Alter. Wir können so Aerobic machen. Okay, du machst so und dann kann ich dich von hinten beobachten. Alter. Doppelspiegel, ey. Nicht schlecht. Und was macht man zuerst, wenn man in Urlaub ankommt? Küssen. Und dann? Danke. Was? Warum? Dass wir hier sind. Ich danke dir auch. Ich danke dir auch.
Essen natürlich. Genau, das wollte ich hören. Das Klopapier auf Mallorca ist so gut, ne? So mega, ey. Das muss ich importieren. Ich finde, man kriegt schon gute Laune im Urlaub, wenn man sowas sieht, weißt du? Oder ist halt so ein Ausblick und so mäßig so dieses Blau-Grün mit mitten im Felsen halt so ein Hotel. Finde ich geil. Das ist Jenny und Markus Ausblick. Auch ein Tick besser als bei uns, finde ich. Aber es ist Geschmackssache. Und ja, kommt ihr endlich essen? Übrigens, Leute, wir haben euch was verheimlicht. Wir haben es doch geschafft. Spaß ist leider nicht unser, der Süße. Wir zeigen ja den beiden nochmal unser Zimmer. Hä, wie schön ist das? Und ja. Wir haben noch was Kleines für euch. Also, je nachdem, wem es dann passt, der darf es dann halt genau, eben anziehen. Genau, je nachdem, wem es passt, der darf es anziehen. Wie süß er das? Jonah, guck mal. Wir waren shoppen und wir mussten einfach zugreifen. Der hat auch was für den Urlaub bekommen, weil ich habe so viel Klamotten für den Urlaub gekauft. Jenny und Marco drehen auch ein Video, checkt es ab, Link ist am Ende. You're beautiful, you're beautiful. Danke. Mann, ich meine die Häuser. Oh. Cool. Hier Pool, hier Essen, da Meer. Echt schön, ne? Das ist doch, deswegen macht man noch Urlaub, ey. Guck mal, wie kalt die ist. Boah. Cola einschenken mit Eiswürfel und Zitrone ist das Leckerste, was man machen kann. Ich wette, ihr habt jetzt alle Bock auf Cola bekommen. Kalte Cola Zero. Also ich mag Wasser kalt, ja, aber für mich schmeckt die Cola sonst zu wässrig, wenn ich es da reinfülle. Es gibt eine kleine Vorspeise. Brot mit Aioli. Oliven mag ich keine. Das war super sexy. Wer mag von euch die Oliven? Lecker. Bin ich raus. Leckere mallorquinische Oliven ist deins, oder was? Ey, das sind die besten Oliven, die ich je esse. Ja? Kennt ihr die Oliventheorie? Mhm. Ja, bei euch stimmt die auch. Wow. Die schmecken fast wie Apfel. Das Brot, guck mal die Kruste an. Dann stinkert man so nach Knoblauch, aber ich. Stimmt. Aioli schmeckt auch. Boah. Das hier ist unsere Vorspeise: Ziegenkäse mit Balsamico, Erdnüssen und Salat. Mhm. Das ist sogar mit Mango und Salat. Aber ja, du magst Ziegenkäse. Aha. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal probiert habe. Gegrillt. Der oh, ist ja. Gut. Schon lecker. Der ist gut. Aber sehr intensiv. Mm, der ist so süß. Mhm. Magst du Ziegenkäse? Nee, eigentlich nicht. Ich auch nicht. Schmeckt halt. Ist sehr intensiv. Ja, hoi. Aber euer Essen sieht auch richtig nice aus. Oscars feiere ich, glaube ich, auch. Ja! Nein, ich mag keinen. Nein? Ich glaub, was hast du, eine gebackene Kartoffel oder was? Eigentlich ist es ein Rinderfilet, aber auf asiatische Art. Und ich glaube, das ist paniert. Nee, wie frittiert. Randy wird immer ausgelacht. Ja. Es ist noch sehr medium, obwohl ich es ein bisschen durcher haben wollte als medium. Bisschen durcher. Nenn ich es ein durch. Schmeckt es asiatisch? Ja, die Soße ist süß-sauer. Richtig, riecht asiatisch. Und was hast du hier, du Fumé? Lachs Teriyaki. Magst du Lachs? Nein. Doch, natürlich, sonst hätte ich ja nicht bestellt. Marco hat einen Burger. Okay, weil jetzt voll am Drehen hier. Mm. Vorzüglich? Ja, schmeckt nach Lachs Teriyaki, so wie es sein soll. Richtig gut. Auch asiatisch schmeckt es tatsächlich. Wir sind jetzt hier an der Bucht. An der Beach und Marco und ich probieren jetzt das Wasser out.
Wir waren eben noch ein bisschen am Pool gewesen. Ich habe mich jetzt noch einmal frisch gemacht, war noch eben kurz duschen und jetzt fahre ich mit Jenny und Marco nochmal zu Lidl. Der ist hier direkt unten. Oskar bleibt hier, denn er hat noch ein bisschen was zu arbeiten. Dann sehen wir es gleich wieder, Schatz. Bis gleich. Ich habe wieder Hunger. Ich habe jetzt so einen Snack für zwischendurch geholt. Einmal hier so ein Baguette, ein paar Nüsse. Dann habe ich jetzt noch einen Frischkäse genommen. Guten Brust, Hähnchenbrust, Chips und noch zwei High-Protein-Puddings und ganz viel Wasser und Cola Zero. Schaut auch gerne auf unseren anderen Kanälen und auch auf Instagram vorbei, denn dort könnt ihr uns auf dieser Reise begleiten. Genau, also ja, vom Risikogebiet haben wir jetzt nicht viel mitbekommen. Wir finden, es ist ganz normal alles hier, so wie in Deutschland auch. Natürlich gibt es hier mehr Fälle, aber es sind jetzt keine Leute, die auf der Straße liegen und sterben vor dem Virus, sondern man kriegt eigentlich gar nicht mit. Also gar nichts mit, wenn man so im Urlaub ist. Ich denke, ja, das sind die Ballermann-Leute, die sich da vielleicht gegenseitig anstecken, ohne jemanden angreifen zu wollen. Also, das haben wir zumindest wahrgenommen. Also Leute haben auch gar nicht so viele Masken an. Man musste einen QR-Code zeigen und wir mussten auch gar keinen PCR-Test machen. Wir hoffen natürlich, dass die Lage sich hier auf Mallorca nicht verschlimmert und wir im schlimmsten Fall nicht nach Hause fliegen müssen. Denn direkt am nächsten Tag, wenn wir zu Hause sind, müssen wir in die Kinderwunschklinik. Dort wollen geht wir. Es dann... Ja, wollen wir. Am 27. geht es nach Hause, dann sind wir abends da und am 28. Und dann machen wir vorher einen Test, bevor wir fliegen. Los. Genau, den machen wir dann hier. Und dann geht's los mit der Kinderwunschklinik und am 15.8., wie es aussieht, können wir definitiv ins Haus. Das war's. Wie gesagt, abonniert unsere Kanäle, damit ihr nichts verpasst. Es wird auf jeden Fall richtig spannend. Lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.